Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Bildvideo. Ich bin's wieder, Alexos, und heute geht es um das Update 24 Dragonhold, denn wir schauen uns heute den PvE-DK-Main-Tank an für Veteranenverliese im Hardmode logischerweise und Karkstein-Raids im Hardmode. Das hier ist ein allgemeiner Bild, das heißt also so eine Art Allrounder könnt ihr euch hier drunter vorstellen. Ich werde in Zukunft für jeden einzelnen DLC-Raid einen zusätzlichen Tank-Guide veröffentlichen, wo Skills und Setups angepasst sind, damit ihr da so viel Erklärung wie möglich habt. Falls ihr Interesse an weiteren ESO-Informationen habt und nichts mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um in Zukunft informiert zu werden, wenn es Neuigkeiten zu The Elder Scrolls Online gibt. Aber wir wollen jetzt natürlich ins Spiel switchen und uns das genauer mal anschauen, um was es da letzten Endes geht. Fangen wir da mit der Rassenwahl an. Wir spielen hier einen Agonia. Ihr könnt letzten Endes auch was anderes spielen, aber mein Bild spezifisch hier an dieser Stelle baut auf der Trankpassive auf. Das heißt also, wenn ihr keinen Agonia spielen wollt, könnt ihr alles andere spielen. Ja, optimal wäre eine Nord, ein Bretone, Kaiserlicher durchaus auch eine Option. Alle anderen Rassen sind auch möglich. Das heißt also, ihr könnt alles spielen, was ihr wollt. Es geht darum, dass ihr euch wohlfühlt in der Tankrolle. Wenn ihr was anderes spielen wollt, was nicht Agonia ist, dann müsst ihr die drei Schmuckglyphen ändern. Ich würde sie ändern auf zwei Malka-Regenerationsglyphen. Ich würde den Bundesstein auf Atrenach ändern und die dritte Glyphe auf Schildspiel ändern, damit ihr Bescheid wisst, was ihr machen müsst, wenn ihr diesen Bild hier so oder so ähnlich spielen wollt und kein Agonia seid. In diesem Sinne, ich bin aber Agonia, es werden also ein paar Details sich spezifisch nur auf den Agonia richten. Als nächstes haben wir die Attributspunkte, die habe ich ein bisschen geändert, wir haben jetzt ein paar mehr Punkte in Ausdauer, ganz einfach, weil ich, wenn ich nicht das Set Yolnarkrin trage aus einem bestimmten Raid, dann möchte ich gerne immer noch mehr Ausdauer als Malka haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr immer ein bisschen mehr Ausdauer als Malka habt, auch wenn es nur so 100 sind, denn wenn ihr eine Glyphe aktiviert, der zum Beispiel von den unerschrockenen Bubbles oder die Templer-Scherben, dann stellt ihr Ressourcen her, und zwar entweder Malka oder Ausdauer, je nachdem welcher Pool maximal höher ist. Und ihr wollt immer Ausdauer herstellen, also muss Ausdauer immer ein bisschen mehr auf dem Papier vorhanden sein. Wie viel ihr Ausdauer letzten Endes im Kampf habt, ist unrelevant. Dann haben wir als nächstes den Mundostein. Ich spiele hier den Fürsten. Wie gesagt, wenn ihr nicht Agonia spielt, könnt ihr auch den Atrenachen an der Stelle spielen. Würde ich dann auf jeden Fall so nahelegen. Was haben wir ansonsten noch für aktuelle Informationen, die ganz interessant sein könnten? An Buffoods. Schauen wir uns das mal an. Ich empfehle euch das Treestead Food, das ist so ziemlich das Beste. Mit dem Hexenfest, was jetzt demnächst beginnt, wird es ein neues Treestead Food geben, was noch zusätzlich 460 Lebensregeneration ergibt. Das wäre dann das nächstbessere, das würdet ihr dann nehmen, hat ein bisschen höhere Stats, nicht viel, würde ich euch dann aber empfehlen zu wechseln. Als Tränke spielen wir mit der Essenz des Lebens, die gibt uns nicht nur alle drei Ressourcen wieder, was unglaublich mächtig ist, als Agonia nochmal 4000 Ressourcen obendrauf. Nein, durch bestimmte Glyphen auf unserem Schmuck hier als Agonia können wir die nicht nur alle 45 Sekunden schlucken, sondern alle 21 Sekunden, also unglaublich, unglaublich mächtig. Wie wir das hinkriegen, darauf gehe ich gleich nochmal genauer ein. Ansonsten als zweiten Trank könnt ihr die Essenz das beständige Leben spielen. Die wurde ein bisschen verändert mit dem letzten Patch. Ihr habt jetzt nur noch 15 Sekunden lang die 30% erhöhte Heilung und ihr habt nur noch 16,7 Sekunden lang das Leben, 1100 Leben, die ihr jede Sekunde wieder erhaltet. Also immer noch unglaublich mächtig für bestimmte Situationen, sehr gut zu gebrauchen, aber der Treestead-Trank definitiv hier eher meine Wahl. Das hier ist wirklich was für Ausnahmen. Gucken wir uns als nächstes die Skills an. Ganz kurz vorweg, das hier ist kein Anfängerbild. Generell meine Builds sind nicht unbedingt für Anfänger strukturiert. Ich habe Zukunft vor, eine Videoreihe explizit für Leute zu machen, die ihren Weg ins Spiel finden wollen. Und dort werde ich passive ETC erklären. Ich lasse jetzt hier zu den Skills immer nur einen einzigen Satz da, warum ich sie spiele und warum ich was geändert habe. Wir haben den eruptiven Schild, einfach super mächtig, die ganze Zeit 8k Schilde dabei, bufft unsere Mitspieler. Den heroischen Schnitt, super gut, um Ulti herzustellen, den Gegner zu debuffen, durchschlagender Schwung, Gegner-Debuff und für uns der Verspott. Des Weiteren unser Rüstungsbuff und wir können Leben gegen Malka umtauschen. Leben haben wir immer genügend da. Grünes Drachenblut, unsere stärkste Heilung, die wir mit am Start haben. Dann haben wir die Magmaschale. Die Magmaschale ist so ein bisschen unser Oh-Shit-Button. Ich würde euch allerdings empfehlen, wenn ihr Zugriff auf die Psychic-Gilde habt, die Psychic Ulti zu spielen, denn im zweiten Morph reduziert die dauerhaft permanent euren Schaden um 8%, was stärker ist als die Magmaschale in einigen Situationen, also in Vierer-Dungeons auf jeden Fall in Arenen zu empfehlen. Dann haben wir die energetischen Kugeln von den Unerschrockenen, also einfach quasi um unsere Gruppe zu heilen und Ressourcen wiederherzustellen. Die Sturmblockade, um unsere Glyphe auf der Backbar zu procken von unserem Zerstörungsstab. Dann haben wir innere Wut als Fernkampftorwart, unerbittlicher Griff, um unsere Gegner an uns heranzuziehen. Dann haben wir noch die würgenden Krallen, um unsere Gegner an Ort und Stelle zu halten und gegebenenfalls
ebenfalls zu debuffen. Aggressives Signal, um die Ressourcen unserer Kolleginnen und Kollegen zu erhöhen und mehr Schaden zur Verfügung zu stellen. Das sind die Skills, mit denen wir hier spielen. Passive, die wichtig sind, immer auf jeden Fall Alchemie, Heilkenntnisse, sollte klar sein. Dann unsere Klassenpassive sind durchaus auch wichtig, die sollten wir mitnehmen. Nicht alle sind unbedingt relevant, aber alle sollten geskillt sein gegebenenfalls. Und beim Zerstörungsstab müsst ihr auch nicht zwingend alle spielen, dazu im schriftlichen Bild mehr. Schaut euch das ruhig da nochmal genauer an. So sieht's aus, das sind auf jeden Fall die Passiven, die ich empfehlen würde. Wir sind unter anderem Vampir, ja, das heißt also, ich empfehle ihn euch hier, der gibt euch 10% mehr Regeneration, ist ganz nett, aber was viel wichtiger für den Bild hier ist, wir kriegen insgesamt weniger Damage, was unglaublich stark ist, desto weniger Leben wir haben, desto weniger Damage erhalten wir letzten Endes, ist also durchaus eine wichtige Sache hier an der Stelle. So, viel zu den ganzen Skills, die wir hier zur Verfügung haben, das ist eine ganze Menge. Wir müssen aber nicht alle passiven Skillen. Wie gesagt, schaut da mal in den schriftlichen Guide rein. Wir spielen als Setup 5-1-1, das heißt, wir spielen ein mittleres Rüstungsteil, ein leichtes Rüstungsteil und 5 schwere Rüstungsteile. Um den maximalen Bonus der Unerschrockenen mitzunehmen, lest euch da mal die Passive durch, wenn ihr wissen wollt, um was es da bei der Geschichte geht. Als Traits würde ich überall robust empfehlen, vor allem wenn ihr Einsteiger seid, das heißt auch auf dem Schild, auf euren Rüstungsteilen alles robust. Geschmackssache ist die großen Rüstungsteile, sprich Schild, Kopf, Torso, Hose, eventuell erfüllt, um mehr Ressourcen, mehr Leben zu haben. Könnt ihr machen, ist kein Riesenunterschied. Ich bin aber mit Robust insgesamt ein bisschen glücklicher, das ist aber Geschmackssache. Ansonsten haben wir, wie gesagt, dreimal erfüllt hier auf unseren Schmucksachen, erfüllt auch auf unserem Blitzstab. Ihr könnt auch einen Froststab spielen, ihr könnt auch einen Bogen spielen. Wenn ihr mit einem Bogen spielt, dann bitte mit dem Pfeilhagel anstatt der Blockade. Und auf der Frontbar spiele ich hier ebenfalls aktuell noch ein erfülltes Schwert. Da könnt ihr zum Beispiel allerdings auch andere Sachen wie Entschlossen oder Verteidigen spielen, wenn ihr wollt. Und dann zum Beispiel ein Gift auf die Frontbar legen. Das ist auch durchaus eine Option, die ihr hier in Angriff nehmen könnt. So viel also dazu. Gucken wir uns an, was wir haben hier für Glyphen. Ich würde überall Treestead-Glyphen empfehlen. Wenn ihr nicht genügend Gold für Treestead-Glyphen habt, dann verzaubert ihr einfach 2 große Rüstungsteile auf Leben, 1 auf Ausdauer, 2 auf Magicka, 2 auf Ausdauer. Super, super easy. Den Schild würde ich auch nochmal auf Leben verzaubern oder gegebenenfalls auch noch auf Ausdauer, falls ihr nicht genügend Gold haben solltet. Ansonsten eigentlich immer Treestead, das ist mal so ziemlich das Beste, was ihr machen könnt. Frontbar ist Geschmackssache. Ihr könntet hier Schwächung spielen, ihr könntet hier Schadenschild spielen, könntet Schockschaden spielen. Ihr wisst, Schockschaden bringt die Gegner aus dem Gleichgewicht, sind alles valide Optionen, die ihr machen könnt oder halt eben einen Entzugsgift auf die Frontbar legen, um Ausdauer und Magicka wiederherzustellen. Dann haben wir hier auf der Backbar unsere wichtigste Glyphe, die Zerschmetterer-Glyphe. Falls wir irgendwie in einem Raid einen Heiler dabei haben, der Torux-Pakt spielt, was ab und zu der Fall sein kann, dann besorgt ihr euch einfach ein Gift, was ihr hier auf die Backbar legen könnt. Dann müsst ihr euren Stab nicht immer umverzaubern, denn ihr wisst, die Zerschmetterer-Glyphe wird immer als nächstes überschrieben von dem, wo sie am neuesten ist, und wenn eure Zerschmetterer Glyphe schwächer ist als die von dem, der Torux Pakt spielt, dann ist es sinnlos, dass ihr die mit dabei habt. Achtet da also drauf, dass ihr euch da mit eurer Raid-Gruppe abspricht oder eurer Vierergruppe. Das ist ziemlich wichtig. In der Vierergruppe solltet ihr in der Regel das allerdings nicht machen müssen. Da ist das dann auch wieder egal. Was spielen wir da genauer als Glyphen? Warum ist das so wichtig? Wegen dem Agonie hier. Wir spielen die alchemistische Beschleunigung. Die sorgt dafür, dass wir 8x3 weniger Sekunden haben auf unserer Trankabklingzeit, was dafür sorgt, dass wir alle 21 Sekunden einen Trank schlucken können. Das ist ziemlich teuer, aber auch ziemlich, ziemlich mächtig und so ziemlich der stärkste Sustain, den man in irgendeiner Form haben kann. Ich habe immer noch Leute, die mir das nicht glauben. Ihr könnt gerne mal ausrechnen, wie viel Ausdauer ihr mit eruptiven Schild und Ausdauer umwandeln könnt. Nämlich mal nicht mal annähernd so viel wie die, die ihr hier bekommt, und auch nicht annähernd so viel wie ihr Magicka bekommt. Es gibt also keine einzige Möglichkeit im Spiel an mehr Sustain zu kommen als den Agonia mit den Trankglyphen. Dementsprechend ist das hier das mächtigste Werkzeug. Heißt aber nicht, dass ihr nicht auch Bretone oder Nord spielen könnt. Mit den anderen Varianten ist das durchaus eine gute Option. So viel also dazu. Als Allrounder-Set würde ich Blutbrut empfehlen. Rekugams, Erdbluter und Shudan sind weiterhin gute Möglichkeiten, die ihr hier an der Stelle auch spielen könnt. Wir haben hier einfach die Möglichkeit, Ultimate zu regenerieren und bekommen nochmal ab und zu ein paar Resistenzen. Die sind aber nicht so essentiell.
Ansonsten als erstes 5er-Set tragen wir hier Yolnarkreen. Egal, ob ihr perfekt oder unperfekt tragt, spielt keine große Rolle. Unperfekt hat einfach 1200 Leben weniger. Wir können hier einfach unsere ganze Gruppe buffen und erhalten weniger Schaden, was sehr, sehr mächtig ist. Als zweites Set tragen wir Alkosh. Alkosh auch den Gegner debuffen, 5% mehr Schaden für all unsere Mitspieler. Das ist das Wichtigste hier. Wir sind der, der immer am Gegner steht und der, der immer die Möglichkeit hat, Synergien zu aktivieren. Dementsprechend müsst ihr eure Synergien auch teilen. Warum trage ich da mittleren Gürtel? Ganz einfach, die zwei Rüstungsteile Kopf und Schulter haben die Werte von großen Rüstungsteilen. Die könnten also theoretisch beide 2445 Resistenzen haben, wenn das hier beides schwere Rüstungsteile wären. Um das Maximum rauszuholen, wollt ihr auf dem Gürtel entweder leicht oder mittel tragen, weil es einfach das schwächste Rüstungsteil mit den wenigsten Rüstungspunkten ist. Und dementsprechend wollt ihr dann versuchen, zum Beispiel den Kopf halt schwer zu spielen. Das heißt also, Kopf schwer zu spielen würde mehr Resistenzen bringen als hier mittel, leicht und die anderen 5 Rüstungsteile schwer zu spielen. Das ist die einfache Erklärung. Das heißt aber nicht, dass ihr das nicht auch anders machen könnt. Dann haben wir als nächstes die Champion-Punkte, die wir uns mal genauer anschauen. Die sind hier, wie gesagt, auf Allrounder ausgelegt. Das heißt also, ihr könnt die überall so spielen. In den 4er-Dungeons mit Hard-Modes und natürlich auch in den Karkschen-Raids. Da müsst ihr nichts extra für anpassen oder so. Das ist völlig irrelevant. Wenn euch Champion-Punkt-Verteilungen für CP 160, 300 oder 600 interessieren, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr eine Verlinkung zu meinen schriftlichen Builds. Da findet ihr auch alle Champion-Punkte angepasst auf jeden einzelnen Raid. Wenn ihr also das Optimum rausholen wollt und das macht wirklich einen Unterschied, die roten Champion-Punkte auf jeden einzelnen Raid anzupassen, dann schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Was haltet ihr von dem Bild? Denkt ihr, das ist okay so? Habt ihr da Spaß dran gehabt? Habt ihr das vielleicht sogar schon selbst an der Stelle ausprobiert? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Lasst mir auf jeden Fall gerne an der Stelle hier eine Bewertung da. Ich würde mich definitiv freuen. Ja, und wie bereits erwähnt, gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts mehr zu sehr Elder Scrolls Online verpassen wollt. Des Weiteren, danke schon an alle Kanalmitglieder hier nochmal an der Stelle, sei es erwähnt, für die Unterstützung mit etwas Ähnlichem wie einem Zeitschriftenabonnement hier. Also finanziell dickes, dickes Dankeschön nochmal an euch. Und in diesem Sinne, euer Lexus. Bis zum nächsten Bildvideo. Tschüss. Salut.